Hallo Freunde, willkommen zur weiteren Folge von Let's Play House of Thousand Doors. Wir haben in der letzten Folge ein Gewicht bekommen. Mit dem Gewicht gehe ich erstmal hier rein, ins Wohnzimmer. Dann können wir hier nämlich das erste Gewicht hinstellen. So, jetzt können wir irgendwas wiegen. Herz? Nein. Ja, nach einem kleinen Zwischenfall bin ich auch wieder hier. Ich habe außerdem in den linken Bildschirmrand geklickt. Aua. Aua. Vor die Tischkante gehauen. Und dadurch ist das Spiel abgestürzt. Warum auch sonst? Hier, ach, das Herz. Ach, und wir haben hier eben das Gewicht draufgepackt, was wir eben gefunden haben bei einem Wimmelbildspiel. So, die Tür ist zu. Oh, eine hübsche Frau. Hello, Kate. I'm so pleased to meet you. Hi. I've heard a lot about your exploits in the House of a Thousand Doors. I hope you will help me too. The workshop here where I restore paintings is behind this door. I was removing a layer of paint from an old canvas when flames burst out of the painting and consumed my workshop. Now I can't go in there. Maybe you could help me to find out what happened. In the meantime, I'll go find my bird. Dein Vogel habe ich doch schon längst. Amanda. Amanda muss die Tochter von Simon und Chloe sein. Sie erzählte mir von einem schrecklichen Feuer, das aus einem Gemälde kam. Bevor ich in das Haus kam, hätte ich nicht gedacht, dass so etwas möglich wäre, aber jetzt will ich einfach nur noch schlafen. Ich will wieder das Meisterobjekt finden. Dem Klavier fehlen mehrere Tasten. Mann, oh. Dieser Hebel sollte irgendwas anschalten, es tut sich aber nichts. Was für ein seltsamer Mechanismus. Wenn ich mich irre, fehlt ein Teil. Schade. Ah. Ist das ein Schloss? Könnte ein Vogelkopf der Schlüssel sein? Nein, nein, Quatsch. Die Wahrsagerchroniken. Am Hof vom Kaiser Konstantin gab es eine Prophetin, die in der Lage war, sowohl die, ich denke mal, elf, in der Lage war, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu sehen. Aha. Sie war eine rechtschaffene Frau und der Kaiser holte oft ihren Rat ein. In der Tat hätte er nicht eine einzige wichtige Entscheidung ohne sie getroffen. Doch eines Tages war Konstantin unzufrieden mit ihrem Rat und ließ sie im Mai 1453 einsperren. Einige Wochen später griff Sultan Mehmed II. Die Stadt an und besiegte den Kaiser. In dem Chaos der Schlacht verschwand die Prophetin. Niemand weiß, ob Engel sie in den Himmel geführt oder Dämonen sie in die Hölle verschleppt haben. Irgendetwas Furchterregendes muss in der Werkstatt passiert sein. Warum sollte sonst jemand die Tür vernageln? Ja, weil es da gebrannt hat. Yeah, da haben wir's. Ich will alle finden. Alle. So, zurück in den Keller. Und den kreuzwegigen Schlüssel eingesetzt. Wir kriegen ein Porträt und eine Brechstange für die Bretter und sonst nichts. Dann reise ich mal wieder zurück. Huch. Erstmal zum Stammbaum. Aha. So langsam schließt es sich. Und jetzt können wir die Bretter da rausjagen. Eh. Eh. Eh.
So, jetzt gucken wir uns mal das brennende Gemälde an. Sherlock. Das Gemälde. Das Zimmer war nur noch Schutt und Asche, aber das Gemälde hat das Feuer unbeschadet überstanden. Wie konnte so ein schönes Porträt zum Brandherd eines Feuers werden? Versteckt es vielleicht ein anderes Gemälde? Das sieht wie ein Rezept für Farbe aus. Ah, das müssen wir wiegen. Okay. Aha, ein Auge. Eine Schachfigur. Amanda, ich glaube an deine schauspielerischen Fähigkeiten. Bewirke ein Wunder, indem du ein Lächeln auf das Gesicht des Mädchens zauberst. Tapete kann auch als Leinwand dienen. Ich kann alles, was ich will, draufmalen. Na, dann mach das doch. Sonst, ist hier sonst irgendwas? Das wird hier gleich alles zusammenbrechen. Und ein Expertenobjekt. Mann, sind wir gut. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Okay, anscheinend nicht. Dann gehen wir mal zurück ins Wohnzimmer. Also, wir brauchen 200. Wiege 200 Gramm der gelben Steine ab, um einen Stein auf die Waage zu legen oder ihn wieder herunterzunehmen. Klicke ihn einfach an. Okay. Wow. Da könnte sich ein Geheimnis versteckt im Kamin finden. Ich muss die Flammen löschen. Komm doch mal auf Ideen. So, jetzt haben wir ja das Auge. Ach, das Auge. Ihm fehlt ja das Auge. Und es gibt uns ein Porträt. Danke. Danke für diesen... Smaragdschlüssel. Wo ist hier hin? Ach, da oben. Schade, dass man Leute nicht anklicken kann. War im Hauptsaal noch was offen? Ein Wimmelbild. Ein Wimmelbildspiel. Geil, ich freue mich. Schädelfreiheitsstatue, Brille, Spielkarten, gestrickte Socke, Fernglas, Pinsel, Bügeleisen. Okay, Freiheitsstatue. Schuh. Ach, das ist gar kein Schuh. Okay. Bügeleisen. Hufeisen. Büroklammer. Büroklammer. Seife. Pfeife. Pinsel. Ach Gott, ich Idiot. Und den Reiter. Schädel, Schuh, Brille, die Spielkarten. Ein Löwe. Wow. Schädel.
Jemand hat vergessen, die Socke fertig zu stricken. Okay, dann mache ich das halt eben. Schuh. Ach, so ein Schuh. Okay. War hier noch was? Nee, ne? Fernglas. Kann ich hier denn... Pfeife, die habe ich doch eben schon gesehen. Die habe ich doch eben gesehen. Den Löwe. Hier war doch noch immer was, was ich hier wegschieben konnte. Löwe. Brille, Reiter, Pfeife. Brille. Brille, how are you? Ja, der Reiter, weil wenn ich das hochklappe, dann wird's rot. Das heißt, der Reiter muss hier irgendwo sein. Ernsthaft? Da habe ich eben schon mal drauf geklickt. Wo ist denn die Pfeife? Pfeife? Brille. Vielleicht brauche ich auch eine. Die Pfeife. Ah, die Pfeife habe ich ja eben gesehen. War das hier? Da. Und was kriegen wir jetzt Mysteriöses? Einen Pinsel. Mit dem schönen Zeug können wir jetzt zurück in ihr Zimmer gehen. Und... So. Können wir das hier schön... Und da ich noch aufs Rezept gucken, habe ich... So, jetzt, huch, das dazugeben mit dem Ei. Schön verrühren. Ach, den Pinsel haben wir doch. Können wir den Pinsel mit Farbe hier irgendwas? Okay. Ach, damit können wir sicherlich hier irgendwas bemalen. Ah, viel Farbe am Pinsel. Die Überraschungstür. Das Haus hat mich wieder überrascht. Als ich das Bild einer Tür auf die Tapete gemalt habe, verwandelte sie sich in eine echte Tür. Wo wird sie mich hinführen? Ich sterbe fast vor Neugier. Ich sterbe fast vor Neugier. Den Smaragdschlüssel, den haben wir ja schon. Sind wir hier? Bin ich wirklich in Venedig? Ich habe schon immer davon geträumt, diese Stadt zu besuchen. Alter. Ist das für ein krankes Haus? Venedig. Ich war in Venedig. Ich habe immer davon geträumt, dorthin zu reisen. Leider war es nicht unter den besten Umständen. Jetzt muss ich alles über das Bild in Erfahrung bringen, das das Feuer verursacht hat. Ups. Ein Porträt und ein Schlüssel. Mal sehen, ich bin in der Galerie und es gibt ein Zimmer im zweiten Stock. Die Treppen sind kaputt. Wenn ich mich da oben umsehen möchte, muss ich einen anderen Weg hinauffinden. Kann sich doch da hochhangeln. Was haben wir denn hier? Es scheint, als wäre hier auch immer ein zweites Gemälde gewesen. Wo ist es? Weiß nicht. So. Das Expertenobjekt natürlich. Ich habe nicht geschummelt. Irgendwie habe ich da nur Glück. Und ein Wimmelbildspiel.
Ach du Scheiße. Nagel, Mutter, Flugzeug, Rasiermesser, brennende Kerze, Kompass, Pinsel, Federball, Kompass. Glocke. Ja, keine Glocke. Nagel. Der Nagel. Der Löffel. Die Leiter. Das Ahornblatt. Flugzeug. Ach, brennende Kerze, okay. Haben wir denn hier eine Kerze? Kerze, Glocke, Brosche, Kreisel. Ein Ahornblatt. Einem, wo ist die Mutter? Fingerhut, Federball, Mutter, Grosche, Brosche, ich lese hier nur Gondel. Pinsel, Flugzeug. Ach, da. Da. Ach, das Flugzeug. Ich dachte, das müsste ich ausschneiden. Die Gondel. Gondel. Okay, du musst die Schnur durchschneiden. Dann mach das doch. Und das Rasiermesser. Die Leiter. Mit der Leiter können wir jetzt da oben hin. Ist natürlich so lang. Wir sind schon alle kleine Genies. Ohne eure Hilfe. Undenkbar. Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Klaviertaste. 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag in der Galerie verbracht, aber leider nichts verkauft. Ich hatte keinen einzigen ernstzunehmenden Kunden, nur Schaulustige und Studenten ohne einen Cent in der Tasche. Noch ein paar solche Tage und wir müssen Bankrott anmelden. 23. Juni. Meine liebe Tochter hat mich gebeten, eine Schüssel mit Obst für sie zu malen. Juliette ist meine einzige Freude im Leben, aber sie versteht nicht, dass die Leute solche Gemälde nicht kaufen. Ich kann meiner Tochter aber nichts abschlagen. 24. Juni. Meine Hände zittern noch. Ein maskierter Fremder in einem schwarzen Anzug kam heute in die Galerie. Der Mann bastelte ein Gemälde von einem Mädchen. Er bestellte. Das weint und gab mir die Leinwand dafür. Warum sollte er so ein trauriges Porträt wollen? Wer betrachtet gerne ein weinendes Kind? Ich denke, das geht mich nichts an. Ich bin nur froh, dass wir dann genug Geld für Essen und Miete haben. 23. Juni. Werde ich verrückt? Juliette weigert sich, für das Gemälde zu posieren, und wenn ich ein fröhliches Gesicht auf der Leinwand gemalt habe, verschwand die Farbe wie von Geisterhand. Meine Tochter ist sehr glücklich und weint fast nie. Ich schätze, ich muss das Gemälde aus dem Gedächtnis zeichnen. Okay, und sie hat dem Kind dann ein Lächeln gezeichnet und es fängt an zu brennen. So, ja, das haben wir ja schon. So, mit dem Schlüssel kriegen wir noch die Truhe auf. Und kriegen ein Mühlenrad. Was haben wir denn hier? Ach, eine Klaviertasse. Sie brechen unsere Vereinbarung. Sie haben 2 Tage Zeit, das Bild bei mir abzuliefern. Wenn Sie es nicht in der vorgegebenen Zeit restaurieren, werde ich Sie nicht nur nicht bezahlen, sondern ich übergebe die Sache auch noch meinem Rechtsanwalt. Sieht aus, als hätte sich der Künstler, der hier lebte, von Essensresten ernährt. Er muss arm gewesen sein. Nee. Ich brauche diese Sandtorf. Wie kann ich sie entfernen? Und ein weiteres Expertenobjekt.
wir sind schon wirkliche Brains. So. Ägyptische Figur, Buchstabe H, Gemäldekarte, Fass, Uhr, Schlange, Löwe. Löwe. Ägyptische Figur. Messer. Noch nichts. Schlange, Feder. Eine Schlange, Feder. Braucht mir der Buchstabe H? Gemälde. Spielzeugauto. Spielzeugauto. Pfeil. Den habe ich doch eben schon... Ach, das ist kein Pfeil, okay. Brille. Uhr. Feder. Dartpfeil. Ist das ein Pfeil? Nee, ne? Nee. Schlange, Telefon. Telefon. Ein Fass. Eine Schlange immer noch. Okay, die Schlange könnte auch sehr fies versteckt sein. Ein Steuerrad. Pfeil. Ach so, ein Pfeil. Fleische braucht man nicht. Sieht so aus, als würde hinter der Wand etwas versteckt sein. Eine Karte. Ach. Das Gemälde, was unten fehlt. Brauche ich nur noch die Schlange. Schlange, komm raus. Schlange. Und wir kriegen... Was kriegen wir denn dafür, Freund? Das Gemälde. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und Feedback geben. Fände ich super. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.